baue dieses Gehege jetzt mal kurz so. Ich möchte dann hier einfach so eine Kurve reinbauen. Muss mal schauen, ob das hinhaut. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir lassen das mal so, wie es jetzt ist. So, setzen da hinten jetzt noch Beobachtungsgalerien. Natürlich brauchen wir noch mehr Beobachtungsgalerien. Einmal. Zweimal. So, das ist praktisch. Und dann machen wir hier drüben nochmal so ein Ding hin. Und das war dann für irgendwelche anderen Dinosaurier. Aber das ist jetzt mal ein Ankylosaurus und Triceratops. Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir einen Haufen Stromdinger brauchen werden. Und das wird uncool. Das wird wirklich uncool. So, jetzt nehmen wir mal die hier weg. Schaffe ich das so? Schaffe ich das so rum hier? Dass das so hier endet. Oh, ja. Ja, und jetzt habe ich meinen Bogen. So. Ach shit, wir brauchen noch Strom. Wir haben keinen Strom. Das ist, also dieses Stromding, das ist echt, boah. Wir müssen schauen, dass wir die Kraftwerke kriegen, weil sonst haben wir echt ein hartes und langwieriges vor allem. Wir werden ein langwieriges Stromproblem haben. So, zwei nach Möglichkeit immer verbinden. Warte mal, bis der Strom da ist. Vielleicht geht's auch so. Testen. Ah, hat schon, okay. Deswegen, nee, das hat safe nicht funktioniert. Produkttransport im Gange. Produkt unterwegs. Ich hoffe einfach nur, dass dieses Ding hier mit Kuppeln und KKG reichen würde. Produkt
Produkt zugestellt. Produkt wird transportiert. Noch drei davon für das Gehege, oder? Ja. Produkt in der Luft. Komm, ich muss jetzt der Ankylosaurus genau da langlaufen, oder? Transport abgeschlossen. Ich habe ihn nicht dahin gesetzt. Natürlich haben wir ihn dahin gesetzt. Scheiße, so, jetzt da hier. Ranger Team 1. The long way is yours. Und die MVU-Einheit gilt natürlich genauso. Nee, ich muss noch weitere 2 Minuten geben, weil ich dich jetzt einstellen muss. So, sie sind schon mal da. Freiraum reicht, passt. Die brauchen noch eine Statusüberprüfung. Oh, ich weiß nicht, ob das denen reicht. Ich hoffe es wirklich sehr. Das wäre sonst echt ärgerlich. So, diesen einen Weg, der da hinten lang geht. So. Ich mache jetzt mal ein Foto von unseren Ankylosauridae. Aufnahmemodus brauche ich dafür. Die Ankylosaurier sind wieder da. Einmal. So, und das zweite Foto. Jetzt haben wir erst zwei... Ach ja, Folge 2. Machen wir mal das als Folge 2. Und dann machen wir noch Folge 4. Und das wird natürlich ein Triceratops. Natürlich. Diese Insel ist schon fett, muss ich jetzt einfach schon mal so straight sagen. Was fehlt euch? Zu wenig Früchte am Boden. Wasser fehlt euch auch noch. Blätter und Früchteboden. Okay. Blätter und Früchteboden. Wasser. Wollte ich eigentlich hier so einen fetten See in die Mitte reinmachen, hier. Und dann, weil ich es immer witzig finde, um diese Insel herum, muss das auf so eine Insel setzen. Und dann darf aber hier noch ein bisschen was und hier noch ein bisschen was an Wasser übrig bleiben. Genau, ich hoffe, das passt jetzt einfach so, ohne Witz. Wenn das jetzt zu klein wird, dann haben wir noch ein Problem. Aber das glaube ich nicht. So, jetzt brauchen wir Blätter und Nüsse, Boden. Blätter und Früchte oder Nüsse und Früchte? Ne, Blätter und Früchte. Okay, Blätter, Früchte, Boden. Hier. Ah, ne, Baum.
So, das so hin. Dass wir hier so. So, das ist Früchte und nein, Gott. So, Früchteboden, Blätterboden. Blätterboden. Okay, ich habe keine Ahnung, ob euch das jetzt so passt. Ja. Freiraum, du musst den eh noch erkunden. Du hast riesen Platz noch zu erkunden und sagst, dein Freiraum ist zu gering. Du bist, das ist einfach ein Schlumpf. Es ist einfach ein Schlumpf, okay. Bei dem brauchen wir noch eine Statusüberprüfung. Die müssen wir uns natürlich jetzt einholen. Gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir das T-Rex-Gehege fertigen. Wir haben nämlich nur noch 4 Millionen. Das ist schon echt wenig eigentlich. Das ist echt uncool. So. Warum hat die immer noch niemand überprüft? Möchtest du vielleicht mal weiterfahren? Weil denen geht's super hier. Können wir dann zum Beispiel noch so eine Jurassic Tour durchmachen? Und hinten haben wir jetzt natürlich absolut keinen Einblick, ne? Das ist. Aber daher würde ich gerne noch so eine Tour durchmachen, die dann eben auch hier hinten durchführt. Und das ist dann, glaube ich, ganz nice. Aber ich brauche hier noch eine Statusüberprüfung. Könntet ihr mal bitte. Bisschen mehr Wald, das ist super. Den können wir nämlich jetzt auch bauen. Dann machen wir den T-Rex in der nächsten Folge. Aber den Wald nehmen wir noch mit. Das ist hier versperrt. Verstehe nicht. Genau. Da setzen wir noch Wald rein. Hier kommt Wald rein. Damit sie mehr Wald haben. Hier kommt ein bisschen Wald rein. Straight hier einfach noch ein bisschen Wald rein. So, und dann haben sie eigentlich genug Wald da. Gut, der hier in der Ecke können wir auch noch mitnehmen. Mit Wald, so. Und dann sollten sie jetzt eigentlich wirklich genug Wald haben. Jawohl, 100% Pflanzenfasern, Boden. Ich will es mich verarschen. Das waren die Pflanzenfasern, Boden. Die gehen sich ja gegenseitig im Weg um, die Viecher. Das ist doch dumm. Verstehe ich nicht. Pflanzenfasern, Boden. Hier können wir da noch ein bisschen ein. Hier können wir noch ein bisschen reinhauen. Da muss ich aufpassen, dass sie den anderen jetzt nicht zu viel wegnehmen. Hier zum Beispiel. Passt euch jetzt. Wundervoll, 100%. Was sagen die Ankylosaurier? Blätterboden und Früchteboden. Jetzt knapp geworden, ne? Blätterboden hier. Hast du wieder Blätterboden. Und Früchteboden. Wie haben wir Früchteboden hingekriegt? Ja, hier, komm. Füll mal das Wasser ein bisschen mit auf.
Ja, es passt schon. Es passt schon. So, und das ist natürlich jetzt ein super Punkt, um zu sagen, ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder und dann bauen wir das T-Rex Kingdom. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich bin gespannt. Bleibt gesund. Ciao mit V. Wir sehen uns.